Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Ja, in der letzten Folge haben wir ziemlich geloost. Dieses Mal hoffentlich, losen wir hoffentlich nicht ganz so arg. Und wahrscheinlich glaube ich hier das Licht, das Himmelsamulett. Stimmt das? Ja. Kein Troll? Kein Troll. Okay. Okay, unser Gegner ist also unser eigenes Schwert, das wir gerade eingesammelt haben. Ja, YOLO! Ach du Scheiße. Okay, den kann ich auch machen. Oh shit. Alter, was geht mit dem? Ach du Scheiße. So, der kommt ja jetzt hier, ne? Ach du Scheiße, der kann halt einfach immer mehr. Ey, guck doch hoch, du Trottel! Oh shit, ich bin so tot. Ja. Ach du Scheiße! Und ich war so knapp dran. Ja, okay, speicher mal. Ich hoffe, ich muss das alles nicht nochmal machen. Ich hoffe sehr, du lässt mich die ganze Scheiße nicht nochmal machen. Ich gehe mal kurz in den Dungeon rein, um das zu überprüfen. Und dann werde ich wieder Geld farmen und dann, boah. Ja, ja. Okay, ich habe sie alle. Ich muss es nicht nochmal machen. Ihr wisst, was das bedeutet. Das ist falsch. Damit wissen wir auch, was ich jetzt tue. Oh, das wird nicht funktionieren. Ah, super. Geht das hier vielleicht? Ja, du mich auch. Da, hier hast du. So. Wieder in der Wand. Alter. So. Leck mich. Wieder in der Wand. Ah! So, und jetzt nerv mich nicht. Gott, noch eins. So, bitte einmal gehen lassen, dankeschön. Eieieiei. So, das Farben schneide ich jetzt mal nicht raus, weil... YOLO. Da muss ich nicht lang. Hier hoch. Da hoch. Schnell dem hier ein bisschen das Fürchten lernen. Dann dem hier auf die Fresse geben. Das hat er sich verdient. Ach du Scheiße, das... Der Kampf war wahrscheinlich... Ich hätte das wahrscheinlich sogar geschafft, aber das ist ja echt böse. So, zack, zack, zack. So, ich brauche das Ding viermal. 4x 160 sind 240, 640 brauche ich, okay. Naja, das geht ja schnell. Das geht ja schnell, wir können in dem Part noch einen zweiten Angriff machen. Aber ich muss sagen, ich bin schon relativ weit gekommen. Wobei die halt echt immer böser werden. Der erste kann nur ein bisschen hier Gas geben, der zweite macht Wirbelattacke, der dritte hat noch so einen Schwertstoß. Wobei ich gar nicht weiß, ist der Schwertstoß überhaupt möglich hier in dem Spiel? Ich glaube nicht, ne? Hm, ich brauche sogar noch ein bisschen mehr. Ich werde mir für 120 nochmal den zum Heilen holen müssen. Oh, du gibst mir jedes Mal ein Herz. Wenn du mir jedes Mal ein Herz gibst, dann kill ich dich in Zukunft immer. Das wäre super lieb von dir.
Na, den nehme ich bitte auch mit. 414, Rubine not found. Oh, ey, der gibt einem auch jedes Mal ein Herz. Das ist ja super, ey. Das hier ja eine super Farmbude. Da kannst du ja schön auffarmen. Oh yeah. Oh yeah, nehmt euch in Acht, ihr blöden Vier. Ich werde euch befreien oder was auch immer euer Scheiß... Na, du bist ja ein blöder Penner, ey. Ich werde euch befreien oder was auch immer euer scheiß Problem ist, oder warum ihr mich angreift. Ich hoffe aber auch nur, dass die nur jeder nur einmal kommt. Nicht, dass die irgendwie eingebaut haben, dass dann danach zwei gleichzeitig attackieren jeweils und dann drei und dann vier oder so. Das wäre leicht unfair. Da wäre ich zumindest nicht so glücklich drüber. Ich hoffe wirklich, man muss die alle nur einmal besiegen und nicht alle gleichzeitig. Ja, okay, er gibt häufig ein Herz. Das ist schön. Auch wenn ich eigentlich gar nicht mehr so viel hab, um Herzen zu farmen. Na, gib her. Du bist ein Penner! So. Der guckt mich an und kann es gar nicht fassen. Ich klaue ihm hier gerade alles, was er hat. Ich klaue ihm gerade wirklich einfach alles, was er hat. Herz, du bist ein... Oh! Warum kille ich dich überhaupt noch, wenn du mir überhaupt nichts gibst, du Pfeife? Gib mir Herzen. So. Zack, zack, zack. Ja, der gibt nichts mehr. Okay, der gibt nichts mehr. Das ist sehr schade. Dann nehme ich mal das extra Geld, damit ich noch ein rotes Elixier trinken kann. Das Risiko, dass da jetzt noch was passiert, ist mir ein bisschen zu hoch. Ja, nee, das nehme ich nicht. Das nehme ich nicht. Du mich auch. So, wie viel brauche ich? 640 plus 120 sind 860. So, Herz. Pfeife. Dann kann ich mir auch die 800x holen. Gut. Wenn ich 860 brauche, dann mache ich sicherheitshalber nochmal 100. Weil wir müssen ja auch 20 Eintritt bezahlen. In diesem blöden Dungeon. Nur um Nummer sicher zu gehen, ja. 980. Ja, komm. Wir machen mal die Geldbörse voll. Das passiert, glaube ich, auch nicht jedem in dem Spiel. Ja, wir machen mal die Geldbörse voll und gucken mal, was passiert, wenn man wirklich maximales Geld hat. Okay, Geld voll. So, letzte Chance. Ein Herz. Hättest du ein paar mehr gedroppt, dann müsste ich jetzt kein Elixier kaufen. Du bist eine Pfeife, ne? Ganz ehrlich, wenn ich dein Chef wäre, ich würde dich feuern. Gut, dann erstmal den da hier bitte. Jo, danke schön. Jetzt ist wieder aufgefüllt. Gluck, gluck, gluck. Voll die Verschwendung, ey. Voll die Verschwendung. Und jetzt gib her. Da bitte gib her. Ja, ja, danke für deine Info. Okay, viermal das Super-Elixier. Jetzt sollte ich auf jeden Fall gerüstet sein, dem Penner eine drauf zu geben. Das speichere ich mal schnell auf jeden Fall, dass wir das nicht nochmal direkt machen müssen. Okay, einmal den hier bitte. Ich hoffe so sehr, dass es dann nicht, also dass es nicht irgendwie 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4 ist oder so. Das wäre so böse. Das wäre so böse von denen. Wenn die irgend sowas machen würden. So von wegen, ja, dann musst du gegen zwei gleichzeitig und dann gegen alle vier gleichzeitig. Das würde ich niemals überleben. Gut, bitte beenden. Wir haben gespeichert. Jetzt starten wir von der Pyramide und dann starten wir den nächsten Versuch. Einen mache ich noch. Bin gespannt, was das Geheimnis des Palastes der Vier ist. Das ist so eine geile Melodie, ne? Von der Pyramide, bitte. Jo, danke. So, dann zahlen wir erstmal diesem Pfennigfuchser, Pfennigluxer, zahlen wir erstmal sein Geld. Was er hier unbedingt braucht, der Penner. Mimimi, 20 Rubine, ja, ja, zahl. Okay. Jupp, 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 jupp. Und
hier genauso. Zack. So. Okay. Hier startet er also, der nächste Endkampf. Ich speichere hier nochmal. Dann kann ich es beliebig oft versuchen. Und zack. Gut, bitte sag mir, dass ich jeden nur einmal schlagen muss. Das wäre echt super. Okay, das juckt ihn gerade gar nicht. Achso, das juckt ihn auch nicht. Ja? Penner. Okay, der ist noch ein bisschen dumm. So. Ha, ich hab dich mitten im... Was? Was? Och Mann. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Ja, genau. So, leck mich. Alter, was? Okay, ich muss den stärker attackieren. Ja. Okay, ich habe eine gute Taktik, glaube ich. Okay, das ist eine gute Taktik gegen den. Ist das eine gute Taktik gegen alle? Tatsache, das ist eine gute Taktik gegen... Oh, shit. Ja, genau! Treff ihn einfach nicht! Idiot, ey. Okay. Oh, das ist nicht dein Ernst, ey. Okay, sobald die an die Wand kommen. Oh, 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 oh. Gut, 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 aufhören. Ich brauche hier eh nur mein Schwert. Hab ich so. Ja, genau. Ist natürlich ein bisschen ein Pech. So, der letzte. What? What? Ja, genau. Ja, genau! Ja, genau! Rast halt noch mehr aus! Boah, ey. Okay, okay, okay. Das kann ich vergessen. Das wird mich einige Tränke noch kosten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich erwische ihn. Okay, was passiert jetzt? Thank you.
Okay, wir haben Versuche gebraucht. 226 mal die Pfeile geschossen. Okay, krass. Da sieht man, was man eingesetzt hat. Sehr, sehr schön. Joa. Damit ist das Let's Play dann endgültig vorbei. Der Palast der Vier, das war das Letzte, was uns gefehlt hat. Ich bin echt froh, dass meine Befürchtung, dass wir dann nochmal gegen zwei und gleichzeitig und gegen alle vier gleichzeitig kämpfen mussten, nicht so eingetreten ist. Das war so schwer genug. Der Letzte ist total ausgerastet. Also, ach du Scheiße. Nicht einmal das Feuermedaillon? Was? Nee. Okay. Null. Okay. Aber das ist echt interessant, dass es jetzt noch so ein bisschen Statistiken über das Spiel zeigt. Das Buch haben wir fünfmal gebraucht. Okay. Ja, das ist so ein Item, das nimmst du mit und sobald du es hast, brauchst du es eigentlich kaum noch, sag ich mal, zweimal so ungefähr. Den Somalia-Stab, ja mein Gott. Aber war echt ein schönes Spiel. Fand ich krass, dass die da tatsächlich nochmal leichte Rätsel gebracht haben im letzten Dungeon jetzt. Und dann halt echt nochmal jeden oder die schwersten Endbosse abgewandelt. Das war echt böse. Weil du überhaupt erstmal rausfinden musstest, was du jetzt tun musst. Wie zum Beispiel diese Viecher oder die Köpfe auf den wieder zurückzuschlagen, auf den Blind in seiner abgewandelten Form, ne? Krass. Total krass, muss ich sagen. Wirklich total krass, ja? Und ja, damit haben wir tatsächlich 100% geschafft. Das ist das komplette Spiel. Das ist alles, was man schwert. 9999 Mal. Okay, 111 Mal gespeichert. Krass. Ey, coole Schnapszahl. Oder wie immer auch immer man die nennt, wenn es drei sind. Hilfe von Feen 122 Mal gefunden, Rubine 6780. Wenn man überlegt, dass allein 1500 auf die letzten beiden Parts entfallen, ne? 2500 Gegner besiegt, nicht schlecht. Nicht schlecht, ja? Ordentlich. Spielzeit, 32 Stunden habe ich dieses Spiel gespielt. Für ein Gameboy-Spiel oder ein SNES-Spiel ist das schon eine verdammt hohe Spielzeit, also man kann hier seinen Spaß tatsächlich haben. Ende. Gut. Morgen kommt dann wahrscheinlich meine Bewertung, wie ich dieses Spiel bewerten würde, so im Vergleich zu allen anderen Zeldas. Das mache ich ja mal ganz gerne, habe ich ja bei den vorigen Zeldas auch alle gemacht. Und dann gucken wir einfach einmal, wie es abschneiden wird. An sich hat es mir Spaß gemacht. Es gibt auch Mankos an dem Spiel tatsächlich. Das kann aber auch tatsächlich an der Version liegen, das weiß ich nicht. Weil es dann einfach eine Gameboy-Version ist und nicht das Original für den SNES. Ne? Ich glaube, SNES ist, glaube ich, sogar die richtige Aussprache. Hat das Nintendo nicht vor kurzem bekannt gegeben, dass SNES offiziell die richtige Aussprache ist? Interessant. Sehr, sehr interessant. So, jetzt schauen wir nochmal schnell ins Hauptmenü. Was muss ich denn jetzt drücken? What? Muss ich jetzt ausschalten? Was? Was? Keiner meiner Knöpfe reagiert. Nee, das ist der falsche Knopf, definitiv. Okay, ich muss echt ausschalten? Och, Manno, ey. Ich hoffe, dass du zumindest speicherst, dass ich das jetzt auch geschafft habe. Ich möchte nämlich gerne wissen, ob dieses Fragezeichen eben mit dem Palast der Vier zusammenhing. Oder was es sonst bedeuten könnte. Hä? Das Fragezeichen ist immer noch da? What? Ja, ja, das ist in Ordnung. Diesmal höre ich es mir nicht ganz an. Vom Speicherort? Ja. Ja. Okay. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Also ihr habt es gesehen. Ich habe das Spiel zu wirklich kompletten 100% durch. Und damit würde ich mal sagen, falls euch dieses Let's Play gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar... Moment. Das letzte Mal, oder das Speichern vor jetzt gerade, als ich beendet habe,
hatte ich volle Herzen und 4 Tränke. Es hat doch gespeichert, dass wir den Palast der 4 bezwungen haben. Okay, cool. Das gefällt mir. Also dieser Speicherstand ist wirklich komplett. Er beherrscht alles. Ich habe Four Swords voll durch, ich habe Link to the Past voll durch. Mehr geht an diesem Speicherstand nicht. Ob wir Four Swords jeweils sehen werden, das weiß man nicht. Kommt immer noch drauf an, ob ich jemanden finde, der das mit mir spielt und noch aufnehmen möchte. Vielleicht, wenn ja, würde ich mich mega drüber freuen. Bin mal gespannt. Und damit würde ich mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Oder das Let's Play allgemein. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in einem anderen Let's Play. Das hier ist ja jetzt durch. Bis dahin, Servus!